Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Dienstagmorgen. Heute ist der 12. Jänner 2021. Wir haben in etwa minus 6, minus 7 Grad. So genau zeigt das mein Thermometer nicht an, weil es eben ein eher einfaches Gerät ist. Und ich wollte diesen Tag, diesen keltischen Freitag, es ist ein großer Freitag, mit Empfehlungen und ganz lieben Grüßen von unserem hochgeschätzten Genossen Kim Jong-un beginnen. Ein Genosse, der Kommunismus noch ernst nimmt, also das heißt, der wirklich die Volksnähe noch sucht. Man sagt nach seiner Ernennung zum Gewerkschaftsführer, zum Arbeiterführer, hat er noch eine ganze Nacht sozusagen mit weiblichen Jungfunktionären intensive Gespräche gehalten. Also das ist noch eine Volksnähe, die bei uns leider abhanden gekommen ist. Oder auch nicht, wie auch immer. Wir haben morgen den Neumond im Steinbock. Und das ist dann logischerweise ein keltischer Samstag. Ich schaue mal, dass ich das ins Bild bekomme. Ist groß. So, haben wir es geschafft. Und zwar findet der hier in Deutschland auf 23 Grad, Steinbock gerade übrigens, in Konjunktion mit Pluto statt. Also Sonne, Mond, Pluto-Konjunktion auf 23 Grad im Steinbock. Und wenn wir uns hier mal schnell das Horoskop der Staatsratsvorsitzenden ansehen, dann erkennen wir schnell, dass sie die Sonne auf 24 Grad im Krebs und den Uranus hat sie auf 23 Grad 26 auch im Krebs. Na, da haben wir eine wunderfache Sechsfach-Opposition, da Chiron, die Heilung, also da, ich sehe ihren Heilsprozess eigentlich nur in einer wunderschönen Abschiedszeremonie und das kann man durchaus auch mit Freude visualisieren. Und wir schauen uns schnell mal die Zahlen an und zwar beginnen wir mit der 13. Die 13, das heißt schon mal etwas, also time to say goodbye. Also hier geht tatsächlich irgendetwas zu Ende und Pluto könnte ja hier den Anfang vom Ende bedeuten, weil Neumond ist immer der Beginn einer neuen Periode. Es kommt auf uns zu, Mäßigkeit, Drehpunkt dieser 29-Tages-Phase, also das heißt Bescheidenheit, Angepasstheit, Selbstrücknahme, aber doch eine schöne harmonische Energie. Die 16 überrascht uns jetzt nicht sonderlich. Ich würde die auch hier in dieser Pluto-Energie verorten, aber natürlich auch in einem Quadrat, Doppelquadrat, Saturn, Jupiter, also hier würde ich sagen, könnte das damit in Zusammenhang stehen. Es ist auch hier Ende eines Abschnitts, aber wie gesagt, danach geht es natürlich wieder bergauf. Auch die 18 steht für Beendigung des Karmas. Man sagt auch, ja, Falschheiten, Betrug, Lüge, Intrigen etc. Scheidungszahl, ja, also das heißt, hier sehen wir so oft das Ende gehen einer Periode, aber die letzte Zahl ist wieder sehr, sehr schön und mit der 19, der Sonne, sollte eigentlich letztendlich dann alles gut gehen und genau auf das möchte ich immer hinaus. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, letztendlich ist alles jetzt ein wesentlicher Entwicklungsprozess, der uns wieder zurückführen soll zu einem einfacheren, aber ich würde sagen spirituelleren Leben. Weiter zum zweiten Teil. Ende.